Herzlich willkommen zum achten Teil unserer zwölfteiligen Serie, die größten Fehler im Verkaufsgespräch und im Verkaufsprozess. Heute geht es um das Thema der Glaubwürdigkeit. Aber wofür ist Glaubwürdigkeit genau wichtig? Nun, auf der einen Seite gibt es schon eine ganze Reihe von Bestandsunternehmen, die entweder Produkte anbieten oder Handel betreiben oder Dienstleistungen anbieten. Aber jeden Tag kommen immer neue Unternehmen an den Markt und auch neue Webseiten, neue Webshops, neue Startups erobern die verschiedenen Nischen. Und die Frage für den Kunden ist nun, auf wen kann er sich verlassen? Wer hält tatsächlich sein Versprechen ein? Und wer wird als Dienstleister gerade bei komplexen Produkten oder Dienstleistungen auch in der Zukunft noch existent sein? Das heißt, die konkrete Frage, die sich jeder potenzielle Kunde, so wie du und auch ich, sich stellen, ist mein Gegenüber tatsächlich glaubwürdig bei dem, was er sagt? Und zwar in Bezug auf das Leistungsversprechen, in Bezug auf den Preis, wird er ihn tatsächlich auch halten? Und in Bezug auf die Frage, ob man sich auch in den nächsten Jahren noch weiter, zum Beispiel auf Wartung oder Ersatzfilter, Ersatzprodukte, dann noch verlassen kann. Und wenn du die Dienstleister oder die Händler fragst, was werden sie sagen? Ja, wir sind erst ganz kurz am Markt und ob wir es nächstes Jahr schaffen, nun, das wissen wir nicht. Aber wir sind nicht die Besten, aber auch nicht ganz unten. Nun, das werden sie nicht sagen. In der Regel hörst du, wir sind die Besten und uns wird es noch 100 Jahre geben. Deshalb gibt es andere Faktoren, auf die die Kunden oder die potenziellen Kunden, also die Interessenten, schauen, um festzustellen, ob du glaubwürdig bist. Und hier kommt ein Zitat zum Tragen, das wie folgt lautet. Du kannst alles promoten. Die Produkte, Dienstleistungen von anderen. Du kannst wirklich alles promoten, was du erlebt, erfahren hast, den guten Kinofilm. Aber eins kannst du nicht promoten, das ist dich selbst. Was bedeutet das? Wenn du also wirklich Glaubwürdigkeit gerade im Internet oder im Umfeld oder in der Werbung, im Marketing, in der Öffentlichkeitsarbeit aufbauen willst, dann brauchst du andere Menschen, die dich promoten. Du brauchst andere Menschen, die Feedback geben zu deiner guten Leistung, zu dir als Person, zu deiner Qualität in der Arbeit, das am besten verschriftlichen oder sogar noch in anderen Medien niederlegen. Ich gebe dir jetzt ein paar Beispiele, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Wenn du beispielsweise schreibst, ich habe viele Kunden zufrieden gemacht und alle waren bisher glücklich, dann hat das eine andere Aussagekraft, als wenn beispielsweise andere in Rezensionsportalen, zum Beispiel bei Google-Rezensionen oder Proven Expert oder Trustpilot, dann niederschreiben, dass sie sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit dir und es auch ganz konkret beschreiben, was du gut gemacht hast. Wenn du auf der anderen Seite erzählst, wie toll du deine Kunden alle bedient hast, wie glücklich die sind und was du alles mit denen gemacht hast, dann hat deine persönliche Aussage eine andere Qualität, als wenn sich deine Kunden freiwillig zum Beispiel vor die Kamera setzen und das selbst in die Kamera sprechen. Also wenn sie bereit sind zu sagen, welches Problem sie hatten, wie sie dich kennengelernt haben, wie sie dich erlebt haben, wie gut du deine Arbeit gemacht hast, welche guten Produkte und Dienstleistungen du vermarktet, du verkauft, du angeboten und auch umgesetzt hast und deine Versprechen allesamt nicht nur eingehalten, sondern sogar übertroffen hast. Was bedeutet das unterm Strich? Sicherlich macht es Sinn, dass du einen coolen Marktauftritt hast, egal ob es dein Schaufenster im Ladengeschäft ist oder deine Webseite, dein Portal, deine Social-Media-Kanäle, aber viel wichtiger ist auch, wer dort spricht. Und solltest du dir solche Rezensionen einkaufen oder selbst machen, also Fake-Rezensionen, nun, das fliegt auch auf, das wird durchschaut. Gerade wenn alles immer nur positiv und 5,0 ist, nun, da ist meistens was faul dran. Auf der anderen Seite liegt es aber an dir, wenn du beginnst, deinen Marktauftritt zu gestalten und Content-Marketing zu betreiben oder du in verschiedenen Shopsystemen unterwegs bist, selbst die Initiative dafür zu übergreifen, dass du diese wertvollen Rezensionen deiner Kunden bekommst. Und die machen das in der Regel nicht immer sofort und freiwillig. Ganz einfach, warum? Weil sie entweder keine Zeit dafür haben oder weil sie sich mit der Technologie nicht auseinandersetzen oder wollen oder nicht können oder weil sie einfach nicht daran denken, dass es für dich wichtig sein kann. Das heißt, du brauchst nicht nur einen Finanz- und Business- und Marketingplan, du brauchst auch einen Plan zum Aufbau deiner Glaubwürdigkeit, dein Rezensionsmanagement. Es ist kein Zufall, wenn dein Kaufvertrag oder in dem Verkaufsversprechen und in mündlichen Absprachen in der Checkliste irgendwo drin steht, dass wenn der Kunde zufrieden ist, auch bereit ist, als aktiver oder passiver Rezensionsgeber auch zu fungieren. Und dann gilt es auch nachzufassen. Das heißt, wenn du das Übergabegespräch deines Produktes, deiner Dienstleistung, das Abschlussgespräch hast, da muss in deiner Checkliste auch drin sein, dass diese Menschen sich bereit erklären, ein positives Feedback zu geben.
Und dann gilt es dann, diesen Menschen auch den Link dabei weiterkommen zu lassen und dabei zu sein, persönlich vielleicht zu begleiten, während sie die Rezensionen auch abgeben. Und natürlich Deluxe ist es, wenn du Termine machst mit einem kleinen Buffet, die Kunden kommen, ein wenig für sich Werbung machen dürfen und aber auch das gute Feedback von dir per Video und Audio teilen. Zusammengefasst ist es den Menschen relativ egal, wie gut deine Arbeit ist, solange sie davon nicht erfahren. Und du bist in der Regel nicht der glaubwürdigste Kanal am Anfang, wenn du dich hinstellst und sagst, ich bin der Tollste. Es ist entscheidend, dass andere Menschen, viele andere Menschen da draußen sagen, dass du toll bist, toll warst und das entsprechend auch medial abbilden, sodass es also 24 Stunden am Tag auch im Internet zu finden ist oder in den Broschüren oder wo auch immer du deine Kanäle aufbaust. Also setz dich hin und übernimm Verantwortung, jetzt sofort in deinen Verträgen, in deinen Verkaufsgesprächen das zu integrieren. Sorg für eine entsprechende Technologie, diese Dinge auch einzuführen. Nimm dir Zeit dafür, deine Kunden dabei zu begleiten am Anfang, diese Rezension einzutragen. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wenn du Hilfe brauchst, mach gerne Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Und in Kürze geht es weiter mit dem neunten Teil.